Ich musste fallen, um mich anzutreiben, Negatives zu vermeiden, Positives anzueignen. Ich bin gefallen und dies war entscheidend. Ich muss nicht mehr Fäuste ballen, um mir Macht einzuverleiben. Mir hat's gefallen, meinen Werdegang begleiten, meine Verse auszureifen, meine Verse durchzureifen. Und ich fand Gefallen, mit meinem Geist zu arbeiten, schwarz auf weiß aufzuschreiben, Impression festzuhalten. Ich war verfallen in verkehrten Perspektiven, verschoben und beklemmt, perplex liegen geblieben. Ich kam auf Mal auf ziemlich schräg geschehen und blickte leer auf ein leeres Rednerpult. Es gibt viele Redner, aber niemand hört ihn zu. Also tut mir den Gefallen und hört ihn mir zu. Denn meine Perspektive schiebt sich durch jede Krise, schreibt sich von alleine, steigt dann nach jeder Tiefe. Denn ich gehe tiefer, denke intensiver, biete jedem den Respekt, den er verdient hat. Man hat's verstanden, wenn man's erwidert. Entweder respektlos oder geistig tiefer. So ist mein Standpunkt im Atem überliefert. Wert kann man nicht schöpfen aus einem Wesen, das sein Ziel hat. Und sei es im Stil hat, Hip-Hop nicht Spieler, das Leben regellos geregelt, Schicksal chauffiert hat. Keinem Geist Rap, keine Mindmap, das ist Smaragd und das ist nur Mind Rap. Keinem Geist Rap, keine Mindmap, das ist Smaragd und das ist nur Mind Rap. Oft habe ich mich treiben lassen bis weit an den Rand, bis die Grenze des Schattens schon beinahe verschwand. Dadurch erst erkannt, was Grenzerfahrung bedeutet, neu schätzen gelernt, was Freund und Fan mir bedeutet. Sehe meine Fehler nur noch als zweite Chance und bleibe mir treu auf der Suche nach Balance. Mir fehlt oft der Glaube, das sehe ich ja ein, doch probiere ich trotz allem gut als Mitmensch zu sein. Lebe hier mein Leben, doch vergesse nicht, dass man allein oft verbittert wie verletzt ist. Kaum einer schätzt es, was ihm gegeben, doch ich sehe mehr als grau und begegne dem Regen. Er wird sich widerlegen und bekräftigt mein Streben. Ich will etwas nehmen, also werde ich was geben. Es wird sich noch lohnen und ich schätze den Tag, an dem ich noch lach statt verrott im Sarg. Also was sollte sein, was sollte geschehen? Egal was passiert, ich sehe kein Problem. Sachlich angehen und die Ruhe bewahren ist nicht nur ein Mittel, um Kraft einzusparen. Denn besonnene Entscheidungen sind effektiver. Selbst reflektiert blickt man noch tiefer. Versetzt man sich in Lagen, werden Motive verständlich. Vergebung fällt leichter, weil man selbst auch ein Mensch ist. Doch das heißt längst nicht, dass ich alles vergaß. So viel Vertrauen investiert und dann doch für'n Arsch. Doch ich lass mich so leicht nicht runterziehen. Egal was passiert, Mann, ich werd nicht untergehen. Yeah, Zitat, Smaragd. Keep it like that. Forever. Keep your mind off. Yeah. Art for Real 2006. Ich musste leidende Freunde sehen, um Gegenbeispiele zu sehen und verstehen, wie leicht es ist, im Strom unterzugehen. Wollt nicht mitgehen mit denen, die aus Versehen nicht verstehen, wie sie im Fluss der Tränen einfach runtergehen. Ich musste an mir sehen, wie ich den Frust in mir fand. Ich schaute in den Spiegel, wo ich mich nicht drin wiederfand. Da stand ein Mensch mir gegenüber auf der Suche nach sich selbst. Und dieser Spiegel musste brechen auf der Suche nach mir selbst. Ich hatte nie die Zweifel, nie die Skepsis, nie die Last, die sagte, dass ich das nicht schaff. Ein selbstbewusster Junge voller Energie, so zog ich durch die Straßen dieser Hip-Hop-Szenerie. Ich wollte alles und das gab mir die Motivation. Lernte Menschen kennen für mich noch mehr Inspiration. Es war Respekt, auf den ich baute, den Respekt, den ich vergab. Ist ein Schatten, der zu dieser Zeit auf meinem Leben lag. Ich war dogmatisch, sah außer Hip-Hop gar nichts und meinte, dass die Kultur vor Fakern zu bewahren ist. Zum Teil zwar richtig, doch ist es nichtig. Wenn Gut und Böse sich fein, ist dieser Weg nicht richtig. So war ich schnell belehrt und schätzte mehr vom Leben, als einseitig nur von dem gleichen Scheiß zu reden. Konnte auf einmal geben und doch mehr als zu nehmen. Alle Menschen, die mich kennen, wissen, wovon ich rede. Ich glaube an mich und ich glaube an dich. Wenn du meinst, dass du nichts kannst, verbessere ich dich. Denn ich baue auf das Gute, bleibe dieser Seele treu. Kann nur leben, wenn ich Mad Cat dieses Wissen streu. Ich musste fallen, um mich anzupassen.